Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von The Wild Eight. Wir sind in der letzten Episode richtig dämlich gestorben. Und, ja. Und jetzt sind wir sind auch so gestorben, dass es unmöglich sein wird, unsere Materialien wiederzuholen, die doch sehr, üppig waren, ja. Es könnte sein, dass ich da vielleicht ein bisschen Schissel in die Kiste gepackt habe, weil ich nicht voll loslaufen wollte. Mein Zelt stand ja auch noch woanders. Das könnten wir uns in der Tat wiederholen. Oh, wie dumm, ey. Wie dumm war das eigentlich? So, noch ein bisschen Holz. Tja, so ist das. Stupid is as stupid does. Alright. Wir gehen jetzt hier nochmal hin zurück. Dann werden wir uns nochmal eine Salbe an... Oh, wir machen erstmal hier ein bisschen Feuer. Und dann fertigen wir uns nochmal eine Heilsalbe an. Haben wir schon drei. Dann könnten wir uns noch eine und... Komm, wir machen noch eine. Ah ja, die können wir noch nicht weiter stacken. Okay, dann holen wir noch ein bisschen Holz. Wir essen mal eine Konserve, die wir zum Glück da... Aber lustig, es waren zwei Dinger nicht aufgedeckt in diesem Bereich und es war dann genau, wo der Schüssel lag. Das finde ich schon funky. So, okay. Gut. Ja, wir haben jetzt 5 Uhr morgens, wir laufen jetzt sofort los. Wir laufen weiter in den Norden hinein. Da müssen wir, da ist unser Sterbeort. Da ist das Lagerfeuer in der Hoffnung, dass da noch was in der Kiste war. Ich laufe jetzt ein bisschen, aber trotzdem ein bisschen in den Westen und in den Norden. Und gucke mal, ob wir dort Dinge finden. Nein, wieso habe ich denn jetzt das Ding? Hey, bin ich doof? Einpacken. Kann ich hier, ist hier irgendwas fast voll? Alright. So, ich laufe ein bisschen westlich. Und dann weiter nördlich. Wenn ich so auf der Grenze laufe zwischen zwei Dingern, dann werde ich auch mal ein bisschen... Ach, guck mal. Dann werde ich auch mal einen kleinen Schwenker nach rechts oder so machen. Wenn es genau auf der Grenze ist. Genau. Das ist doch... Gut. Ich sprinte die ganze Zeit. Das sollte ich vielleicht nicht machen, weil wenn ich in so eine wilde Verfolgungsjagd gerate... Also, wie gesagt, meine Lieben, ich weiß nicht genau, was wir alles schon entdeckt haben, was nicht. Wir nehmen diese Kräuter auf jeden Fall mit. Wir brauchen Heilzeug. Das ist jetzt alles ein bisschen blöde gelaufen. Guck mal, wir könnten auch den Streben hier noch weiter folgen. Da kommen wir auch immer bei irgendwelchen Sachen aus. Ach nee, die waren weiter oben. Ich mach das jetzt einfach mal. Das haben wir wahrscheinlich schon getan. Oh, gut, dass der... Mal kurze Konzentrationsschwierigkeiten hätte, der Wolf da. Na, dann laufen wir da vielleicht doch ein andermal lang. Ist da was Besonderes da unten? Nicht wirklich. So, dann laufen wir noch mal ein bisschen rechts. Wer weiß, was sie hier wieder aufdecken. Gar nichts. Ja, es ist schon... Also ich... In dem Sinne finde ich das schon spannend in diesem Spiel, dass du halt nicht weißt. Oh. Wolf. Na, ich habe jetzt natürlich noch keine geile Waffe, ne? Wolf City, nicht nur Wolf, 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 Wolf. Wir pauen mal eben unser Zelt auf. Oh, shit. Wir bauen auch schon mal ein Lagerfeuer. Wir können hier mal kurz bleiben. Und ich werde jetzt Fallen platzieren. Und ich brauche nämlich auch ein bisschen Leder von euch, meine Lieben. Aber ich werde jetzt mal eben wieder hier das Holz wegschlagen. Denn, wie schon 1000 Mal gesagt, ich brauche Übersichtlichkeit.
So. Dann bauen wir hier noch eine Falle hin. Und dann werden wir jetzt mal den ersten Wolf hinter uns herziehen. Wir haben jetzt... Nein, werden wir nicht. Das ist ein normaler Schneesturm. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal eben rein. Okay, hier sind mehrere Wölfe. Hier ist eine Satellitenstation. Man weiß es nicht, ob wir die bereits irgendwann aufgedeckt hatten oder nicht. Das werden wir, glaube ich, niemals so wirklich erfahren. Können auch nichts mehr. Also ich glaube, als nächstes decke ich dann, das haben wir schon fast wieder voll, diesen Sammelpunkt. Dann werde ich auch mehr Erze sammeln. Ja, das ist natürlich ein bisschen mühselig. Da waren wir echt schon weiter. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, der hat halt die komplette Session und da habe ich ungefähr 15 Folgen aufgenommen. Der hat diese komplette Session nicht gespeichert. Und das ist halt echt der Bullshit vom Herrn. Leute, ich glaube, ich schmeiß... Also, wir haben noch Platz im Inventar, aber ich glaube, ich schmeiß die Wolfsklauen raus. Die sind... Die nehmen nur Platz weg und machen... Also, weil ich jetzt ja schon eine verbesserte Eisenspitzhacke machen kann, die machen nicht mehr Schaden. Die machen weniger Schaden. Und dann brauche ich nicht noch einen extra Stack für eine Waffe. Wäre natürlich cool, wenn wir da so einen Speer finden würden oder ich hatte auch mal so eine Eisenspitzhacke oder so. Das wäre gut. So, ist jetzt fertig hier der Sturm oder was? Ich baue auch mal eben. Na gut, das kannst du so zwischen die Bäume bauen. Dann machen wir hier auch noch, nämlich nochmal Heilseil. So, dann müssen wir diese Konserve jetzt auch essen. Und sammeln noch mal ein bisschen Holz. Also, nicht sammeln Holz, sondern machen diese Bäume hier weg. Die voll stören. Dann können wir nämlich auch noch ein bisschen besser hier Fallen platzieren. So. Du darfst dann nur einlaufen, wenn du krank bist. So. Ja, dann locken wir doch mal. Frohlocken. Ein Glück ist es nicht... Achso, das war... Josh. Ein Glück ist es nicht so dunkel, dass man nichts mehr sieht. Bist du ein Wolf? Okay, komm mal mit. Darfst du rein? Sehr freundlich von dir. Gut. Dann bauen wir hier nochmal eine hin. Und dann bauen wir da nochmal eine hin. Die werden wir auch hoffentlich ausnutzen können. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Fleisch, was ja wirklich immer sehr gut hilft. Was wird da oben sein? Ich glaube, ich muss einen Generator mitnehmen. Oh, okay. Okay. Ja, wir haben Sammeln fast schon wieder voll. Das gefällt mir gut. Jetzt müssen wir natürlich, es wird wieder Tag und wir müssen den Sturm abwarten. Ich finde es grandios geradezu. Ist das dann, wenn ich 1150 Erfahrung habe von 1200, ist das dann 1 zu 1 zu dem Holz, was ich sammle? Also wenn ich jetzt noch 50 weitere Holz sammle, hab ich dann den Fertigkeitspunkt? Oder Eisen? Und dann ballern wir das hier nochmal durch. Und dann nehme ich mir noch einen Generator mit. Ich muss alle drei mitnehmen. Weil ich glaube, da oben brauche ich einen und das wäre ja so ätzend, wenn ich dann da wieder runter müsste. Habe ich das nicht gebracht? Dass ich auch immer daneben klicke. So, den Stein nehmen wir dann später auch noch mit, damit wir neue Fallen machen können. Weil das ist schon ein echt hilfreiches Mittel. Oh nein, jetzt ist hier wieder... Oh nein, ich muss die Kamera immer drehen. Oder nicht ein Medikit. Das nehme ich sehr gerne mit.
Ja, hier bin ich nämlich auch schon mal runtergeklatscht von so einem Ding. Und dann Adiosos. Ich weiß nicht, was das jetzt befeuert hier. Funkstation, die Karte wurde aktualisiert. Aha. Waren wir da schon oder nicht? Ach, die Funkstation, die legt mir dann Dinge frei. Ach, jetzt verstehe ich das erst nach 30 Stunden. Das ist also quasi wie in Assassin's Creed, diese Dinger, wo du draufsteigen kannst und dann machst du einmal und dann hast du die Erleuchtung. Ach so. Also macht es auch voll Sinn, Funkstationen zu finden. Boah, mind blown. Wunderbar. Vielleicht bauen wir gleich nochmal so einen Ofen. Und machen noch ein bisschen Erz. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, es waren aber 50, könnte hinkommen. So, ups, sorry. Dann werden wir das jetzt hier mal in Erzlager. Und dann können wir nämlich, müssten wir das ja stacken können. Perfekt. Ach, Entschuldigung, Mann. So, ich jage jetzt, ich hole mir nochmal eben hier Wölfe hin. Ich glaube, es kann auch nicht schaden, manchmal Schaden zu erleiden. Weil das ja auch irgendwie was... Und jetzt kämpfe ich den Rest. Okay. Gut, ich habe zwei Fell. Ich mache mir mal Fellschuhe. Gefütterte kann ich mir sogar machen. Das ist perfekt. Dann kann ich nämlich die nehmen und die pfeffern. Okay, ich habe noch vier Fallen hier stehen. Ich möchte gerne die ausnutzen. Oh, fuck. Aber jetzt ist hier kein Wolf mehr. Doch. Hallo. Kommst du? Oh, am Pilz hängen geblieben. Ja, einmal darfst du mich hauen. Wie gesagt, erlittener Schaden. Bringt Jagen, ein Fertigkeitspunkt. Nice. Hat der noch was gedroppt? Nein. Gut. Dann kochen wir das mal eben ab. Weil wir heilen uns ja relativ schnell hoch. Also wenn jetzt nicht mehrere Wölfe hinter uns her sind. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich Schaden erleiden. Damit... ich in dieser einen Kategorie nach vorne komme. Da habe ich nämlich so gut wie keine Punkte. Okay, was machen wir? Fett. Sehnen haben wir davor. Ja, Sehnen müssen wir auf jeden Fall weiter. Weil die brauchen wir für alles. Aber Fett brauchen wir tatsächlich dann doch auch mal. Habe ich noch ein Leder übrig? Dann kommt das jetzt da rein. Es wird wieder mit dem Fleisch und so. Sehr gut. Ach nee, die Generatoren. Leute, die Wolfsklauen, ich tue die weg. Es ist einfach bekloppt. Einzeln. Okay. So. Gut. Dann haben wir jetzt. Ich wollte noch Fallen machen. Mobilität, ein Fertigkeitspunkt. Nice. Dann sammeln wir gleich nochmal Eisen und... Genau. Dann machen wir zu viele... Ne, das muss auf jeden Fall hier hin. Ein Stack kann dahin. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch. Ja, okay, den Baum kann ich anscheinend nicht fällen. Stein. Ich weiß nicht, wie viel von dem noch übrig ist. Aber da schauen wir einfach mal. So.
packen wir das nach oben. Ja, das war so klar, oder? Das war so unfassbar klar. Wo haben wir denn noch? Ich habe doch vorhin noch einen gesehen. Alter, da hast du zweimal drauf, ist das Ding kaputt. Ich raste aus. So, da ist noch ein Stein. Da sammeln wir noch ein bisschen. Ein bisschen was sollten wir schon auf Halde haben. Und dann gehen wir mal zu dem gelben Ausrufezeichen. Ob wir das bereits aufgedeckt hatten oder nicht, weiß man nicht. Das steht in den Sternen. Ich nehme noch mal ein bisschen was mit, kann ja nicht schaden. So, dann pfeifen wir uns gleich noch ein Fleisch rein, wärmen uns noch mal ganz kurz auf. Aber ich glaube, diese... Na, fuck, das war jetzt zu viel, egal. Ich glaube, diese Jacke, die macht echt schon einen guten Unterschied. Kommen nach oben. Ja, wir haben jetzt ja super viel frei, weil wir super viel verloren haben. Njam, 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 njam. Alright, wir sind warm. Wir packen das ein. Wir packen... Ich habe hier noch einen Punkt gekriegt. Den wollen wir auf jeden Fall vergeben, dass wir länger laufen können. War sowas von. Okay, einpacken. Wo war jetzt dieses... Das ist hier linksig. Ja, es ist doch im Umkreis, ne? Also es ist nicht so weit weg. Die nehmen wir mit. Ja. Das Gute ist, dass du beim Laufen die Karte aufmachen kannst. Das finde ich gut. Ist das da oben? Wo komme ich denn da hin? Finde einen Ort, um den Generator zu verwenden. Ja, das sagst du mir immer, liebes Spiel. Aber wie komme ich denn da hoch? Ist das hier oben? Nö. Alright, dann gehen wir mal hier wieder runter, weil es so schön ist. Oh, hier sind viele Steine. Hier ist das aber. Hä? Wo denn? Willst du mich verarschen? Aktiviere die Funkstation in der Harrington Atommülldeponie. Oh, ne, das muss ich jetzt erst noch machen. Oh, mit dem Wolf. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Oh, wow, hä? Was habe ich denn da für einen Speicherstand? Das kann doch alles gar nicht sein. Ich war doch, als ich bei diesem Wolf war, niemals schon so weit mit meinem Zelt und so. Was ist denn jetzt, also was ist denn das für ein Speicherstand? Das ist ja völlig gaga. Alter. Wirst du es denn irgendwo hinstellen können, bitte? Meine Güte, ne. Oh, wow. Das ist jetzt aber ein kleiner Albtraum. Also mal im Ernst. Ja, hier müssen einige weg. Ich meine, ich habe ein paar Fallen. Ich könnte jetzt direkt reingehen eigentlich. Ich müsste mir dafür aber eine Fackel machen, in der Tat. Okay, die ist kaputt. Dann müssen wir die Werkstatt mal eben bauen. Und eine neue Spitzhogge. Nee, gar nicht Spitzhogge. Okay, alles klar. Hier haben wir, jetzt sind wir natürlich hier komplett voll. Machen wir den Stack mal voll. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Und ich brauche eine... Aber dafür brauche ich die Sehnen und... Ja, ne? Das schwindet schnell. Okay, eine verbesserte Eisenaxt. Die hält nicht besonders lange, wenn ich das mal so sagen darf. Schon ein bisschen traurig auch. So.
Oder haben wir so viel Holz gedongst? Tja. Ich glaube, wir gehen... Gehen wir tagsüber da rein oder gehe ich jetzt da rein? Aber ich kann tagsüber einfach besser platzieren. Oh. Oh Gott. Oh, die Allergie, Leute. Oh, jetzt wollte ich gerade die Hände von Mund machen. Und dann kommt dieser Kackwolf. Du Schwein. Oh, du hast aber wohl keine Angst vorm Feuer, wa? Na, komm mal mit. Jetzt nicht, oder was? Was bist denn du für ein Hayopai? Wo bist denn du jetzt? Das jetzt. Okay, sehr interessant, Wolf, sehr interessant. Gelöschtes Lagerfeuer. Wir haben 3 Uhr, wir können gleich da rein. Lederlager. Ja, ich glaube, wir kommen nicht in die Verlegenheit, so viel Leder zu haben, dass wir nicht wissen, wohin damit. Noch nicht vielleicht. Ich finde, das sieht aus wie ein schreiender Mund. Das, die Zähne. Das denke ich jedes Mal, dass das voll der abgefahrene Aufkleber ist. Eieiei. Ja, meine Lieben, ich mache hier aber mal einen Cut. Ich muss jetzt auch mal einen Cut-Cut machen und vielleicht nehme ich später noch was auf. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.